heute möchte ich mit euch ein schönes Video starten, was sich für mich zumindest über eine längere Zeit hin ziehen wird. Weil ich werde etwas verschicken, ich werde es wiederbekommen müssen und dann kann ich euch erst die Ergebnisse zeigen. Vielleicht denkt ihr euch jetzt schon oder könnt am Titel erkennen, worum es geht. Ich möchte Rice-Karten zum Grading schicken. Nach Cosmic Grading Service möchte ich das schicken, nach Ireland. Und die haben auch eine Basis quasi in den USA. Aber ja, ich möchte mal eine neue Grading-Sorte dort ausprobieren. Das ist das Light Grading. Das werden wir uns angucken. Und ich werde euch jetzt erstmal die ersten Karten zeigen. Ich habe die alle schon soweit eingepackt in einen Toploader, eine Sleeve und oben versiegelt mit so einem Sticker. Genau, die erste Karte, wie wir sehen können, ist eine Pristine Level Up auf 300 limitiert aus dem Prestige 2023 Set, signiert von François. Und insgesamt muss ich sagen, habe ich bei den ganzen Karten keine Mängel feststellen können, deswegen bin ich sehr gespannt, was für Wertungen die Karten kriegen. Ja. Wenn irgendwelche Scratches sind, ist das eigentlich immer auf den Toploadern. Als zweite Karte hier haben wir, so, haben wir eine Death's Lenticular aus dem Vault Pack 2. Ja, eine richtig coole Sache, diese 3D-artige Karte. Dachte ich mir, kann man auch mal zum Grading schicken, mal gucken, ob die das gegradet kriegen. Die Karte ist hier, glaube ich, ein bisschen dicker. Die sollte es, glaube ich, 10-mal geben. Ja, das ist eine, auch aus dem Vault Pack 2, eine Mirror Breaker Full Art Foil Test, auch mit einer Signatur von François. Insgesamt sind es übrigens 24 Karten, die ich euch heute zeigen werde. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was da letztendlich rauskommen wird für eine Wertung. Hier haben wir eine besondere Karte. Die ersten Testdrucke, französisch aus dem Jahr 2020, Black Border. Ja, war im Vault Pack 1 zu kriegen, limitiert auf eine. Also jede Karte, also es gab nur ganz wenige ausgewählte Karten und die gab es dann auch nur einmal da drin zu ziehen. Sonst wurden die noch nie irgendwie irgendwo veröffentlicht. Sehr, sehr seltene Testdrucke. Ist natürlich, wenn man jetzt das Centering des Bildes betrachtet, totaler Humbug, weil die diesen schwarzen Border haben, falsch skaliert sind die Karten und so weiter. Aber trotzdem möchte ich die nicht nur in einem Toploader haben, sondern auch mal gegradet. Mal gucken, was das für eine Wertung kriegt. Das sind sehr dünne Karten. Ja, dementsprechend bin ich sehr gespannt. Es hat einen Foiling-Effekt und ist einfach was Schönes für die Sammlung. Ja. Ich muss mir noch überlegen, wie ich meine gegradeten Karten dann store. Mit dem Light Grading hat man ja den Vorteil, dass die echt nicht viel größer sind als eine normale Karte. Vielleicht so wahrscheinlich, nehme ich mal an. Deswegen kann man es, glaube ich, ganz gut auch in so Boxen von Pokémon, zum Beispiel in diese Top-Trainer-Boxen oder so packen. Denke ich zumindest. Wissen kann ich es jetzt noch nicht. Hier haben wir den Atlas Gold Stamp Lenticular. Atlas, eine Karte, die ich sehr gerne mag, aufgrund der Farbe, aufgrund des Artworks. Und die in einem Gold Stamp ist natürlich auch immer ganz geil zu sehen. Ja, eine seltene Sache. Ich glaube, die gibt es alle 100 Mal eigentlich im Volpack 1 25 Mal zu ziehen gewesen. Ja, seltene Geschichte. Deswegen auch das bitte einmal ins Grading. Das Unternehmen gradet auch zum ersten Mal Rice-Karten. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass die das tun, dass sie das machen, dass die Informationen darüber haben. Ich werde ihnen auch eine Liste mitschicken, die ich angefertigt habe, mit allen Informationen zu jeder Karte. Und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt, wie gesagt. Ne? Hier haben wir wieder eine Black-Border-Karte. Demonic Skull ist es, auch aus dem 2020. Extrem, extrem seltenes Ding. Auch nichts dran. Deswegen gucken wir mal. Spannende Karten auf jeden Fall. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr die auch ins Grading geschickt hättet, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Hättet. Und auch das Interesse natürlich daran. Hier haben wir den Lazarus Sketch Lenticular aus einem Patreon Pack PT010, also die 10. Karte eigentlich. Ein richtig cooles Lenticular. Wenn ihr hier seht, da ist so ein bisschen Bewegung dann drin. Eine seltene Karte sieht man auch nicht oft. Ich glaube, die war mal so 100 Mal produziert, aber ich habe die wirklich noch nicht oft gesehen. Also wenn die irgendwo schlummern, vielleicht bei François im Tresor oder so. Aber public habe ich noch nicht so viele gesehen davon. Nächste Karte. Eine unterschriebene, auch wieder von François unterschriebene, signierte. Level-Up-Karte, ebenfalls vom Patreon 005. Eine sehr, sehr frühe Karte, ne, aus der sehr frühen Zeit. Alles noch vor Kickstarter und so weiter. In Foil. Level Up, sowieso immer eine sehr, sehr begehrte Karte, weil sie einfach wunderschön ist. Ja,
bin ich auch mal gespannt, was da zurückkommt für eine Wertung. Hier haben wir jetzt auch aus dem Vault Pack eine Karte, die man so ziehen konnte. Ich glaube, limitiert auf 30 im Vault Pack. Gab es ohne Unterschrift im Vault Pack zu ziehen. Ich habe es hinbekommen, da noch eine Unterschrift drauf zu kriegen. Dementsprechend auch eine seltene Geschichte, weil normalerweise haben wir nicht diesen Glitzereffekt in der unterschriebenen Version, sondern nur ein normales Foiling. Nicht dieser Holo-Effekt, sondern ein Foiling-Effekt. Ja, dementsprechend auch eine seltene Geschichte, das dann mal unterschrieben zu haben. Ja, ich weiß, Pokémon Sleeve. Hier, die nächste. Eigentlich Patreon-Karte, die es aber nie offiziell im Patreon gab oder Prestige, sondern es ist die nur über den Vault Pack 1 wieder zu kriegen gewesen. 25 Mal insgesamt. Und es ist die PT-70. Ja, eine seltene Karte, die man auch nicht oft sieht, weil, wie gesagt, nie über den Patreon, wobei Patreon ja auch schon eine sehr frühe und sehr seltene Geschichte ist, wo alles streng limitiert war. Aber das nochmal ein Tacken seltener. Ja, eine Lauvia in Pink Lenticular. Nächste seltene Sache. Eine Alpha-Holo-Karte mit einem Error. Ja, hier fehlt der goldene Stamp. Der goldene Rarity-Stamp fehlt hier. Deswegen eine seltene Error-Karte. Ich glaube, nur ganz, ganz, ganz selten vorgekommen. Nichts dran an der Karte. Wie bei eigentlich allen. Auch wert, eingetütet zu werden, vernünftig. Jetzt haben wir den Grail der Grails. Und zwar Pristine Level Up, Niveau Superior. Auf Französisch, wie es aussieht. Im Foil Test. Die Testkarte auch aus dem Vault Pack 1 zu ziehen gewesen. Pop 1 im Vault Pack. Und ja, extrem seltene, geile Geschichte. Eine der begehrtesten Karten überhaupt. Aktuell, ja, im Beta, Alpha, wie auch immer. Ja, das als Foil zu haben, sehr geil. Ich habe schon mal überlegt, ob ich den vielleicht mal versuche, unterschrieben zu bekommen. Aber jetzt geht es erstmal ins Grading. Und vielleicht in Zukunft kann man immer noch mal gucken, was dabei rumkommt. Ich hoffe, es kriegt eine richtig geile Note. Ansonsten wird es vielleicht wieder ausgetütet und nochmal gegradet. I don't know. Hier haben wir das Gegenstück, beziehungsweise die Partnerkarte. Auch eine Level Up. Healthy Level Up, eigentlich der Name. Hier einfach nur Level Up, weil es halt die frühen Testprints waren. Ja, heißen beide einfach nur Level Up. In Französisch, auch aus dem Jahr 2021. Testdruck, auch nur über den Vault Pack zu kriegen gewesen. Sehr, sehr spannende Sache. Sehr, sehr schön vor allem auch und sehr teuer. Ja. Dann die gleiche Karte nochmal aus dem Alpha Set, einfach nur unterschrieben. Also Healthy Level Up, Holo aus dem Alpha Set, unterschrieben von François. Das gleiche nochmal mit der Pristine Level Up, auch aus dem Alpha Set, unterschrieben von François. Ganz einfache Geschichte. Ja, schöne Karte, dachte ich mir, kann man eintüten lassen. Ist halt immer was Schönes. Genau das gleiche nochmal mit der Light Clover Flower hier, auch unterschrieben. Sieht man hier recht relativ schwer, aber da ist die Unterschrift. Ja, auch ein Holo aus dem Alpha. Dann die nächste Lenticular, Pink Azelle Lenticular Card, auch aus dem Patreon Set. Finde ich, ist eine besondere Karte, die man auch nicht so häufig sieht. Und dachte ich mir, nehme ich mit ins Grading. Ja. Dann hier aus dem Sample C, Sample Collector, Boxtopper, Lenticular Card, Mithril, Pin-Up Version. Auch natürlich begehrte Karten, diese Pin-Up-Geschichten, aber Mithril halt einfach, weil Mithril, die Katze, ich mag Katzen, ist auch eine meiner Favorite-Karten, Mithril. Deswegen, hier geht die auch nochmal ins Grading. Ja. Dann, als nächstes die Lilith. Auch sehr, ja, selten gesehen. Aus dem Patreon, PT60. Ich mag diese Different Color Versions und Lenticular mag ich sowieso sehr gerne. Dementsprechend kommt die Karte auch mit in das Grading. Und ich hoffe, alles kommt heile und gut wieder zurück zu mir, weil sonst meine Sammlung ordentlich dezimiert, was den Wert angeht. Dann die nächste Pin-Up ist Atlas, auch vom Sample C, Sample Collector, Boxtopper, richtig coole Sache. Das waren halt, ja, aus dem Sample C, deswegen hat das Set hier unten, wenn man hier gucken würde, wenn man das erkennen kann, auch noch 306 Karten und nicht 318, wie es im finalen Set der Fall war. Dann hier wieder eine aus dem Vault Pack Karte. Aus dem Vault Pack haben wir hier das Rise Logo
Unterschrieben von François. Vector, weiß ich nicht, Foil Card, sehr, sehr, sehr selten. Ja, ich glaube 25 Mal geprintet das Ganze. Bei den Sample Lenticulars kann man es nicht genau sagen. Die hier gibt es, glaube ich, 15 Mal war das. Auch aus dem Patreon gab es die, wenn man Glück hatte. Sehr selten unterschrieben, Lucky Clover Foil. Nochmal eine seltene Karte, 15 Stück, ebenfalls limitiert auf 15 Stück. Unterschrieben von François, Aureola Foil, Full Art. Gab es nur im Vault Pack 1 zu ziehen. Und hier, wie eben vorhin angesprochen, die Return-Karte, ja, die es sonst sozusagen nur im Foil mit Unterschrift gab. Hier auch nochmal als Variante, ebenfalls aus dem Patreon. Ich glaube auch 15 Stück limitiert, also auch eine extremst seltene Sache. So, das sind die Karten, die ich einschicken werde. Wenn ihr irgendwie Scratches seht oder so, das ist alles auf der Foil, auf der Sleeve oder auf dem Toploader, weil der Toploader hat auch noch seine Schutzfolie drauf, habe ich noch nicht runtergezogen, weder vorne noch hinten. Dementsprechend ganz coole Sache. Deswegen, also ich habe die ja hier oben versiegelt. Ich könnte zum Beispiel hier vorne jetzt die Folie abziehen, mit dem Sticker rüber weg und hinten auch die Folie. Dann habe ich den Toploader halt noch unversehrt, kann das theoretisch noch mal ordentlich verwenden, das Ganze. Genau, das sind die 24 Karten, die ich einschicken werde. Und dementsprechend werde ich das jetzt einpacken und losschicken. Und dann nochmal verschlossen und dann natürlich richtig gut und ordentlich eingepackt. Guck mal, das kann sich jetzt schon kaum bewegen, indem es da reingeht. So. Und da muss ich jetzt noch einen Umkarton suchen, werde das noch einpacken. Zettel drauf und dann geht's raus. So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück. Das Paket ist wieder bei mir angekommen. Ja, die Karten, die jetzt hoffentlich gegradet sind, sind wieder da. Wir machen das Paket auf und gucken rein. Was gibt es für Benotungen? Das ist ausschlaggebend. Ich bin leider etwas krank. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Aber es ist heute angekommen, da möchte ich das natürlich auch aufmachen und prüfen, was da drin ist, was uns hier erreicht. Ob wir gute Benotungen gekriegt haben. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass ein paar Karten nicht gegradet werden konnten, weil sie die Dicke für diese Art von Grading, was ich ausgewählt habe, überschreiten. Ja, die sind dafür zu dick. Dicken Goldstamp Lenticular zum Beispiel. So, genau, 4 Gradings haben nicht geklappt, dementsprechend kriege ich die zurück, beziehungsweise kann 4 neue graden. So, hier drinne meine Toploader, ja, die kamen auch zurück. Hier einfach unsere Slabs. Ja, ich habe ja eine Goldmitgliedschaft quasi bei diesem Grading-Unternehmen und dementsprechend kriege ich 3 for free im Jahr graded Karten und any kind, any grade, da kann alles mögliche drin sein, ja. No holder, irregular cut, too large for ultra compact case. Okay. So, die hier ist zu dick. Hat dementsprechend kein Grade gekriegt. Ja, unser Atlas hier. Und die hier haben einen nicht regulären Cut, also sind wohl ja, nicht einheitlich wie die anderen Karten geschnitten. Ja, der Mirror Breaker aus dem Vault Pack 2 konnte auch nicht gegradet werden, ist zu groß. Dann haben wir hier unterschriebenes Alpha Healthy Level Up, auch zu groß. Ne, das ist die Error-Karte ohne Stamp aus dem Alpha. Alles klar. Muss ich einmal gucken, dass wir hier. Was ist das denn? Ach so, cool. Das ist die Member Card. Pro Jahr kriegt man auch so eine Custom Member Card, quasi von Cosmic Grading Service, ja. Und das ist die hier. Das ist gar nicht die von 2023, die ich eigentlich hätte haben sollen, sondern es ist die aus dem 24er Jahr. Limited Edition und mit den Unterschriften von den Synchronsprechern von Giovanni und Mauzi. Aber eigentlich will ich die aus 2023 haben. Könnte ich die vielleicht auch noch haben? Muss ich mal nachfragen. Weil das dient ja quasi als Beweis dafür, dass ich 2023 auch Mitglied war. Dementsprechend will ich das eigentlich schon haben. Ich meine, das ist schon eine coole Sache. Sowas mit Unterschriften von den originalen Synchronsprechern. Mega geil.
Naja, mal gucken. Vielleicht geht das ja trotzdem noch. Muss ich einfach mal nachfragen. Da ich halt demnächst eh nochmal was einschicke. Gucken wir uns mal eine an. So sieht das Ganze aus. In dem Case. Ja, oben steht cosmicgrading.com. Hier oben schwarz hinterlegt mit so mit dem Logo, dass man so ein bisschen sieht. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann hier gerade. Ja, ich denke schon. Genau. Und ja, einfach komplett clean. Kann man, glaube ich, aufeinander stapeln, die Dinger. Und schauen wir uns das erste Mal an. Was gab es hier für eine Bewertung? Einen 9. Hier haben wir einen 9 erhalten. Ja. Atlas 003 EN Pinup Lenticula aus dem Sample C. 9 Mint. Ja, ist cool, ist cool. Hier oben ist auch nochmal das Logo. Ja, ich denke, das kann man sehen. Ja, sitzt ein bisschen schief drin. Sitzt ein bisschen schief, wenn man sich das so anguckt, aber im Großen und Ganzen gute Arbeit. 9 bin ich zufrieden mit. Ja, ist ein Test Lenticular. Ja, und hier darauf, dadurch, dass es halt dieses Compact, Ultra Compact Grading ist, haben wir halt auch begrenzt Platz für Text da oben. Ja, da haben sie sich wohl. Ich habe denen alle Infos mitgegeben, aber die haben sich für Name, Nummer, Sprache und Version der Karte, also eine Pinup-Link Lenticular, entschieden hier an der Stelle. Ui, ist die Rice Glue Recto Ver Logo Auto François von Rally. Eine 9,5 Mint Plus. Nice. 9,5 ist ein gutes Grading, ein gutes Ergebnis. Für so eine Karte, die sogar noch angefasst, unterschrieben wurde und so weiter. Geil. So, nächste. Die unterschriebene Lucky Clover hat einen 9 gekriegt. Ich hoffe, wir kriegen auch noch eine 10. 10 ist natürlich das, was man erreichen möchte. Für seine Karten. Und die Aureola ebenfalls in einer 9. Wäre natürlich interessant zu wissen, woran es gehapert hat, aber das kriegt man hier in diesem Ultra Compact Grading auch nicht mit. Vielleicht kann man es in der Datenbank nachsehen. Also die nächste 9. Also alles, was höher als 8 ist, ist sowieso gut. Da sind ja trotzdem immer noch Mint-Karten. Da ist so gut wie nichts dran. Auch wieder unterschriebene Return hier. Vielleicht ist, weil die das Edging oder so nicht perfekt gekartet ist, kann dazu führen. Ne? Oh, hier haben wir unsere erste 10. Geil, die Healthy Level Up. Death Lenticular. In der 10, nice. Die erste 10. Ich kann ja mal starten machen. 9, 9. 9,5, so eine 9,5, eine 10 und 4 9er bisher. Nächste Karte ist eine 9. Pristine Level Up mit Unterschrift eine 9. Ja, das sieht schon richtig geil aus, die Karte. Wenn die so sketch ist mit dem hier oben, das sieht schon richtig gut aus. Oder was sagt ihr dazu? Nächste. Eine 8. Naja, okay. Habe ich schon fast gedacht, weil die ist einfach von Grund auf nicht perfekt gecuttet. Das ist die Black Border Karte. Ja, klar ist die nicht perfekt. Das ist eine Early Test, aber ich denke, dadurch, dass die Note runtergegangen ist, wegen dieser Umrandung, wegen des Misprint quasi und vielleicht auch nicht perfekt gecuttet, ist das immer noch eine richtig, richtig starke Note für diese Karte. Und ich sehe hier oben in der Ecke, wenn ich mich nicht irre, auch ein bisschen Whitening hier oben. Da vielleicht auch. Aber wie gesagt, das sind halt diese sehr, sehr Early Test-Dinger. Die kriegst du nicht in der 10. Das kannst du hinterher alle vergessen. Hier das gleiche. Ebenfalls eine Test Black Border, auch eine 8. Habe ich auch nicht mit gerechnet, dass das eine 10 oder 9 kriegt. Macht Sinn. Near Mint Mint. Das ist vollkommen gerechtfertigt, würde ich sagen. Der Fokus, der verliert sich hier die ganze Zeit. Interessant. Aber geil. Auch eine 8. So, nächste. 9,5. Wow. Das ist eine starke Bewertung für diese Lenticular. Sehr, sehr early aus dem Patreon. Ne, wer es kennt. Dafür auf jeden Fall eine sehr starke Bewertung. Zweite 9,5. Oh, die habe ich falsch gelegt.
Mal 9,5. Nächste Karte. Vielleicht decke ich das mal zu und reveale das dann nachträglich. So, hier haben wir unsere Pristine Level Up. Ich habe das Licht ein bisschen mehr unterschrieben aus dem Alpha in einer 9. Strong. Strong, strong, strong. Viele, viele 9. Nächste Karte. Das gleiche nochmal in der, mit der Lucky Clover. Nicht Lucky. Light Clover Flower. Ja, die nächste. Legendary Karte, sorry, ey, echt. In einer 9 ebenfalls. So, hier haben wir unsere Azel Pink Lenticula aus dem Patreon in einer 9,5. Wow. Dass diese Lenticulas so eine gute Bewertung kriegen, also besser als die normalen Karten, damit hätte ich tatsächlich auch nicht gerechnet. Weil die halt mehr anfällig sind, würde ich behaupten, für in der Oberfläche. Aber gut, Mithril. Pin-Up aus dem Sample C. In einer 9. Ebenfalls stark. Stark, stark, stark. Nächste. Aus dem Patreon wieder. Lilith. Ja, Crystal Lenticular Patreon. In einer 9,5. Hammermäßig. Hammermäßig. Vielleicht sollte ich das nächste Mal mit dabei schreiben. Also in diese Zeile hier, dass das Sample C-Karten sind. Also bei den anderen Lenticulars. Level Up. 005, unterschrieben von François aus dem Patreon, sehr, sehr early Holo-Karte, seltene Karte, beliebt, in einer 8,5. Okay, die erste 8,5, gut, ist halt aus dem Patreon. Ich weiß nicht, ich sehe eigentlich keine großen Sachen, aber wenn Sie sich das unter Lupen angucken etc., klar, die sehen die mehr als ich, mit meinem Auge. So, Return. Unterschrieben, ja, aus dem Vault Pack 1, in einer 9, Satorang, nächste Lenticular, Lauvia. Boah, wenn das eine 9,5 oder 10 wäre, wäre Hammer, PT70, seltenes Ding, hier in einer 9,5, geile Sache, geil, 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 vorletzte Karte, jetzt kommen die beiden französischen. Französischen Testdrucke, Niveau Super 302 FR Test Foil aus dem 2021. Fokus bitte. Und einer 9,5. Alter, geil. Mit 10 wäre natürlich der absolute Hammer gewesen, aber 9,5 bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Sehr, sehr zufrieden bin ich damit. Hammer. Und jetzt noch die Healthy-Version. Komm schon. Die habe ich, glaube ich, für 450 oder so gekauft. Wenn die eine geile Note noch kriegt. Bin ich mega happy. Come on. Was ist es? Was ist es? Eine 8,5. Schade. Nicht mal eine 9. Was ist hier angekommen? Was ist an die Karte gekommen? So ist das. Hier oben sie ist ein bisschen whitening auf jeden Fall. Hier oben auch. Schade, schade. Aber insgesamt, die Karten sind jetzt geschützt. Die sind eingepackt. Also bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden damit. Und dass das eine 9,5 hatte, sowieso mega. Die ist der Grail aus meiner Sammlung, ganz klare Sache. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz hier zum Abschluss rein. Was würdet ihr sagen, gefällt euch das? Gefällt euch das Case? Wir können ja noch mal gucken, ob wir die stacken können. Ich nehme mal zwei aus deren Umverpackung noch mal raus hier. Die fühlen sich schon echt cool an, hochwertig auch. Wenn ich das beurteilen müsste. So, können wir die aufeinander stapeln? Ja, die fassen ineinander. Und können so gestapelt werden. Lass uns doch mal hier noch schnell reingucken, was wir hier gegradetes gekriegt haben. Numero 1. Numero 1. Ich wette, es sind Pokémon-Karten. Ich wette, es sind Pokémon-Karten. Ja. Es ist ein Onyx in einer 9 Mint. Nice. Ich weiß nicht genau, wie das Set heißt, aber der japanische Pokémon in der 9. Nimmt man mit. Holo wäre natürlich noch schöner gewesen, aber was macht man? Gar nichts macht man. So, das nächste ist eine Dragon Ball Karte. Interessant. Dragon Ball, Dragon Ball. Mhm. OT Gates of Hell
116 Englisch in einer 9,5. 9,5. Ich weiß gar nicht, ob die großartig was wert sind. Aber ist eigentlich auch egal. Kann man sich ja irgendwo ins Regal stellen oder so. Nice. Und die letzte Karte. Gucken, ob das bunt gemischt ist. Ist eine Digimon. Eine Digimon-Karte hier. Interessant. Nice, die sieht cool aus. Japanisch. Tai Kamiya. Also, ich glaube, das war ja damals immer der Hauptcharakter, ne? Schon lange, lange her, dass ich das geguckt habe. Aber eine goldene Karte. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich weiß nicht, ob das eine Promo ist oder so. Auf jeden Fall die in einer 8. In einer 8. Keine Ahnung, was da dran ist. Ich sehe auch so mit dem Auge wieder rein gar nichts. Vielleicht ist es das Centering oder so. Nice. Also die drei hier habe ich quasi dieses Jahr umsonst in dem Paket mit dabei gehabt. Nice, nice. Schreibt auf jeden Fall gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich habe meine ersten gegradeten Rice-Karten. Und die werde ich mal auf Discord posten mit der Zeit. Also wenn es euch interessiert, kommt auf jeden Fall dort auch vorbei. Kann nicht schaden, da mit teilzunehmen auf dem Discord. Da seid ihr immer aktuell informiert. Genau, checkt einfach die Videobeschreibung ab. Dort sollten einige Links sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi von Collect & Trade.